Hallo liebe Reisemobilfreunde, herzlich willkommen zu einem neuen Video von Carex Reisemobiltechnik hier aus Castrop-Rauxel. Ja, das nächste Großprojekt steht jetzt hier an. Wir haben ja ein Morelo Pellets stehen. Ich glaube, das ist ein 88 LB, wenn mich nicht alles täuscht. Das Fahrzeug hat schon von Hause aus eigentlich eine recht gute Elektroversorgung verbaut. Aber der Kunde ist mit einigen Komponenten nicht so zufrieden. Und deshalb haben wir gesagt, einmal alles raus und der kriegt komplett Liontron und Victron von uns. Wir können hier mal reinhalten. Der hat aktuell hier drin zweimal 140, guck mal, hier steht es, 140. Zweimal 140 Exceed Gill-Batterien drin, zwei Stück an der Zahl, die kommen raus. Dafür kriegt er von uns jetzt viermal 200 Liontron. Die Batterien werden wir auch wieder hier in diesem Bereich verbauen. Und dann müssen wir uns Gedanken machen, wo wir die ganzen anderen Komponenten, wie den neuen Wechselrichter, wie die neuen Solarregler, der kriegt einen Backboost 100, kriegt er also auch einmal das volle Programm, so ähnlich wie in dem Concorde, was wir vor einigen Tagen gebaut haben, so ähnlich kriegt er das also auch. Ne? Hier haben wir schon mal zwei, drei Komponenten ausgebaut, unter anderem auch von Büttner den Wechselrichter, den 1700S, und hier haben wir nochmal zwei Ladegeräte, zweimal CBE, das alles ersetzt jetzt im Prinzip der große Multiplus 3000 Quattro. Ja, dann kriegt er noch eine LTE-Antenne aufs Dach, kriegt eine Solarerweiterung und so weiter und so fort. Aber hier hinten spielt sich eigentlich unsere Hauptaufgabe ab. Wie gesagt, so sieht das momentan hier aus. Kannst du vielleicht nochmal reinhalten hier, dass man mal sieht. Ja, hier müssen wir also auch nochmal für Ordnung sorgen. Und dann müssen wir gucken, halt, wo wir unsere einzelnen Komponenten wie platzieren. Ja. Das ist jetzt erstmal die kurze Einleitung gewesen, wie das Auto jetzt aktuell aussieht. Wir werden auch immer wieder zwischendurch vielleicht nur mal mit der Kamera reinhalten. Und dann zum Schluss, zum Finale, sage ich mal, wenn alles fertig ist, machen wir da ein ganzes Video raus, dass ihr einmal mal alles sehen könnt. Ja? Gut, ein kleiner Cut für euch, ein großer für uns. In dem Sinne sage ich bis gleich. Also, meine Freunde, ja, es geht weiter mit dem Projekt Morelo Pellets 88LB-X, glaube ich, heißt der. Wir sind soweit durch, wir sind fertig. Das nächste große Projekt für uns ist abgeschlossen. Das Auto ist soweit durchgetestet jetzt. Und ja, dann machen wir zum Schluss immer noch mal unser schönes Video und zeigen euch, wie schön wir so ein Auto gebaut haben. So, die Bilder habt ihr noch in Erinnerung. Sind ja für euch nur erst wenige Sekunden her. Für uns sind es natürlich ein bisschen mehr als ein paar Sekunden gewesen, der Umbau. Das sieht jetzt so aus. Hier oben haben wir wieder unseren bewährten Linksdistributor gesetzt. Zwei Stück diesmal. Darüber läuft im Prinzip unsere ganze Verteilung, darüber laufen auch die ganzen Sicherungen. Das geht dann zum Schluss hier auf diesen Shunt. Der Shunt ist sowohl die Verlängerung im Prinzip von dem Distributor, die werden also komplett hier ineinander gesteckt, ist ein geschlossenes System hier und geht nach hier dann im Prinzip zu dem Shunt weiter. Der Shunt misst auch natürlich alle meine Werte, die ich benötige oben für das Servo. Und speist dann im Prinzip hier in das Servo ein. Das Servo übermittelt die Daten im Prinzip an mein Display oder auch ins Internet. Weltweit natürlich auf Wunsch. Und so kann ich das Fahrzeug ja, netzwerkfähig ausbauen und kann auch alle meine Daten weltweit überall abrufen. Dann geht es hier vorne oben weiter. Hier haben wir einen kleinen oder etwas kleineren Solarräder gesetzt, den 100er von Victron, 100-30. Der ist für die bereits zwei vorhandenen Solarplatten auf dem Dach. Da war so noch ein alter Regler drin. Was alles noch hier alt drin gewesen und verbaut war, zeige ich euch gleich im Einzelnen. Hier haben wir einen richtig großen Oschi gesetzt, 150-45. Der ist für fünf weitere Solarplatten, für die Solarerweiterung, die wir gebaut haben, mit 5x 160 Watt Peak. Hier ja, den 100er Backboost. Ja, viele wussten gar nicht, dass es sowas gibt. Gibt es also auch schon seit ein paar Jahren, das Gerät. Und ja, ich weiß gar nicht, wie viel wir in den nächsten Tagen noch davon verbauen müssen. Einige auf jeden Fall. Ne? Haben wir auch da, haben wir auch fest jetzt im Programm mit drin. Wie gesagt, ist auch bei uns hier, wird auch über den Shop, beziehungsweise ist auch abholbar, ist kein Thema. Jeder, der so ein Gerät haben möchte, kann sich so ein Gerät auch bei uns abholen, beziehungsweise kaufen. Wichtig ist natürlich, ihr müsst immer, bevor ihr das Gerät so verbaut, auch darauf achten, was bringt meine Lichtmaschine. Ne? Weil das Ding kann 100 Ampere, das ist schon eine Menge. So, hier unten habe ich nochmal den kleinen Orion TR 1212. Strich 9, den kann ich hier unten über meinen Starthilfeknopf bei Bedarf ein- und ausschalten. Der macht mir nichts anderes, als einfach nur kurz für Starthilfe zu sorgen. Hier oben habe ich meinen Beleuchtungsschalter, da kann ich die ganze Sache hier beleuchten.
9 Batterie-Trennschalter haben wir gesetzt. Was heißt neu? Ich glaube, war überhaupt keiner drin gewesen bei dem, ne? War nicht, ne? Gut. Haben wir einen Batterie-Trennschalter mit reingebaut. Muss sein bei so einem Fahrzeug in der Größe, dass man mal auch über einen Knopf zentral alles aus- und einschalten kann. Ja, hier oben, unschwer zu erkennen, unser schönes gebürstetes Edelstahl-Logo. Hier unten haben wir auch einiges umgebaut und ausgebaut. Hier ist der MultiPlus 3000 drin. Hier unten saugt er Frischluft an. Hier oben kommt die warme Luft raus. Man packt mal drauf, man merkt sofort, hier ist eiskalt und hier oben ist richtig warm, wo er rausbläst. Ne? Ja, ganz, ganz wichtig eben halt, da muss vernünftig für Abluft gesorgt werden, wenn man im Prinzip mit so einem großen Wechselrichter arbeitet. Wenn die aktiv sind, die Geräte, dann bauen die auch dementsprechend Temperatur auf und da muss man immer darauf achten, dass hier eine vernünftige Abluft da ist. Hier vorne haben wir im Batteriefach 2x160 Ampere Gelbatterien, glaube ich, waren das. Die haben wir rausgenommen, sauschwer die Dinger. Und haben dafür jetzt 4x200 Ampere Lithium verbaut. Alles im Prinzip auch schon fix und fertig konfiguriert. Ja, so sieht das aus hier in der Heckgarage. Ich kann euch einmal mal kurz zeigen, was hier auch drin verbaut war. Wir haben hier eine Einheit von Mastervolt an Batteriewatch 150. Der Trennschalter, der ehemalige, der ist raus. Hier haben wir noch so eine kleine Sicherungsverteilung. Die haben wir ersetzt. Dann haben wir hier zweimal das CBE drin verbaut gehabt. Die sind rausgekommen, das kriegt der Kunde jetzt von uns alles mit. So, dann geht es weiter. Das sind Solarregler. Der hatte oben zwei Platten und jede Platte einzeln über einen Solarregler nochmal verbunden mit diesen beiden. Und dann haben wir hier drin einen großen Büttner. Sinus, steht da irgendwo die Leistung drauf? Ja, hier steht es ganz groß. 1700 Watt Sinus-Wechselrichter. Ne? Der ist also auch rausgekommen. Und alles so ein bisschen an die Seite. Diese ganzen Komponenten, ne, alles mehr oder weniger zusammengewürfelt. Etwas von Mastervolt dabei, etwas von dem CBE dabei. Dann noch ein Büttner, noch ein bisschen diverses Kleinmaterial hier mit drin. Das haben wir alles jetzt rausgenommen und haben eine komplette Anlage in Verbindung mit einer Premium-Batterie, mit der Linetron und eben halt mit den Premium-Komponenten von Victron verbaut. Und so sieht das Ganze jetzt hier aus. Wir arbeiten also nicht mit normalen Hölzern an den Fahrzeugen, sondern nehmen hier für so etwas immer hochwertiges Holz. Das ist dieses HPL. Ist sündhaft teuer, so eine Platte, aber auf der anderen Seite auch eigentlich gemacht fürs Leben. Es ist so hart, dieses Holz, dass wenn wir hier irgendwo was machen müssen, eine Schraube festziehen oder so, oder irgendwie hier auch den Batterietrennschalter, wir müssen wirklich alle Löcher einmal mit der Maschine vorbohren und dann erst können wir mit der Schraube reingehen und das dementsprechend festziehen. Also so hart ist dieses Holz. Und ich meine auch, nur so etwas gehört ins Wohnmobil rein und nicht irgendwie so eine, ja, geleimte Holzplatte irgendwie, und das gehört eigentlich gar nicht ins Wohnmobil rein. Das muss alles hier verrottungsresistent sein, so wie auch diese Materialien hier an so einem Morelo, an so einem Concorde, an so einem Phoenix oder teilweise auch in vielen, vielen anderen Wohnmobilen mittlerweile sind. Hier habe ich auch diese Platten, das ist ja auch verrottungsresistent. Hier ist ein großer Kunststoffanteil mit drin, dass eben halt diese Platten, wie gesagt, verrottungsresistent sind. Und das habe ich beim normalen Holz nicht. Kann ich noch und noch leimen. Es ist und bleibt einfach billiges Holz. Ja. Ja, das soweit hier zur Heckgarage, aber das war noch nicht alles an dem Fahrzeug, geht also noch weiter. Kommst du mal raus, dann gehen wir mal einmal vorne ins Fahrzeug rein. Da können wir euch dann einmal nach hier hinten, achso, das ist auch noch ganz wichtig, können wir auch noch mal ein Bild euch einblenden. Wir haben also hier über ein Bosch-Profil haben wir hier den MultiPlus noch mal befestigt. Den haben wir hinten, hier war eigentlich eine Wand, die haben wir weggelassen, haben den hier freigelassen, dass er von hier aus auch vernünftig zirkulieren kann, ja, mit der Luft, vernünftig atmen kann, wie man so schön sagt. Hier war eigentlich noch mal so eine Holzplatte oder beziehungsweise so eine. Man kann durchgucken. Bitte? Man kann auch hier durchgucken. Ja, man kann auch durchgucken. Ja, ist ja schön. So soll es auch sein, weil der muss. Zu viel Luft kann nie schaden. Ne? Also, wie gesagt, das haben wir hier komplett weggenommen. Hier drin in dem Fach auch aufgeräumt. Und dann gehen wir jetzt mal ins Fahrzeug rein. Da haben wir auch einige Veränderungen vorgenommen. Das sieht jetzt hier drin folgendermaßen aus. Der hat das alles hier schön unter so einer Tür verborgen. Und wenn wir die aufmachen, dann sehen wir hier einmal das Original Morelo Panel hier oben. Hier oben haben wir das Multicontrol noch zusätzlich mit eingebaut. Muss man nicht haben, aber der Bedienung halber haben wir das mit verbaut. Das ist also einfacher zu bedienen mit dem Rädchen als über das Servo. Ne? So, hier haben wir jetzt das große Display. Das hat 7 Zoll. Und hier kann ich auch ganz genau jetzt abfragen,
was macht gerade meine Anlage. Ne? Also er wird gerade über Landstrom geladen mit knapp 1900 Watt. Das geht hier in den Wechselrichter rein. Von da aus werden jetzt aktuell meine Batterien versorgt. Die werden mit 92 Amperestunden werden die hier geladen. Auf der 12-Volt-Seite gehen aktuell knapp 150 Watt raus. Ne? Das schwankt hier so ein bisschen. Und auf der 230-Volt-Seite sehe ich über den Wechselrichter gehen gerade 30 Watt raus. Meine Photovoltaikanlage auf dem Dach bringt aktuell nichts. Ne? Auto ist in der Halle. So, dann kann ich hier auch noch andere Menüs mir hier aufrufen, wie ich möchte. Ne? Wir können auch unser Logo hier einblenden. Das haben wir auch gemacht. Man könnte jetzt hier noch hergehen und könnte noch irgendwelche Tankgeber mit anschließen und und. Aber das ist euch ja schon alles bekannt. Es ist für mich momentan auf dem Markt eigentlich preis-leistungsmäßig die besten Komponenten, die es gibt. Ne? Kommt auch viel, viel Neues jetzt im nächsten Jahr, habe ich gehört. Will ich jetzt aber noch nicht vorgreifen. Werden wir nochmal separate Videos von machen, was es da noch Neues gibt von Victron. Also da könnt ihr euch wirklich ganz, ganz fest anschnallen. Da kommt so viel Tolles. Aber wie gesagt, gibt noch ein separates Video zu. Ja, also unsere Kamera hat sich gerade kurz verabschiedet. Warum, wieso, wissen wir nicht. Aber jetzt funktioniert es wieder. Es geht weiter. So, was haben wir hier noch gemacht? Der Kunde hatte schon super, super Erfahrung mit dem Netgear Nighthawk M5. Darauf aufbauend haben wir eben oben aufs Dach nochmal eine 5G-LTE-Antenne mit draufgesetzt und haben den Router hier hinter dem Fernseher verbaut. Das sieht jetzt hier so aus, das Ganze. Auch hier mit dem Schlitten. Ne? Hier wird der vernünftig hier drin eingefasst. Wird nachgeladen, der Akku wird wieder voll gemacht und auch die Antennenanschlüsse sind hier vorhanden. Und wenn der Kunde mal rausgehen möchte irgendwo und möchte halt da auch Internet haben, eine schnelle LTE-Verbindung haben, kann er das hier über diesen Schlitten jederzeit einfach rausziehen und kann es dann dementsprechend auch mitnehmen. Ne? Und danach, wenn er wieder im Fahrzeug ist, setzt er es hier wieder ein. Die externe Antenne oben ist automatisch angeschlossen und meine Stromversorgung zum Akku aufladen natürlich auch. Ne? So sieht das hier aus. Wenn ich den Fernseher zurückschiebe, sag ich mal, dann sieht man da nichts mehr von. Dann haben wir hier nochmal einen Max-Fan verbaut. Hier war schon von Dometic ein Dachlüfter drin. Der funktioniert, ich sag mal so lala. Kann man natürlich mit dem Max-Fan nicht vergleichen. Der Kunde hat uns gefragt, ob wir das nicht ausbauen können und ihm da einen Max-Fan verbauen können. Überhaupt kein Problem. Haben wir, wie gesagt, den Dometic-Lüfter da drin war, haben wir ausgebaut und haben ihm da einen Max-Fan eingebaut mit LED-Lichtrahmen. Und das hat er auch noch bekommen. Dann hat er noch vorne zum Radio hin, hatte der schon eine, ja, ich sag mal, mittelprächtige Antenne ab Werk verbaut. Die haben wir allerdings ausgebaut, weil der DAB Plus Empfang nicht so gut war. Und dann hat er von uns jetzt nochmal eine DAB Plus Antenne bekommen mit GPS auf einer vernünftigen Edelstahlplatte. Dazu gehen wir jetzt einmal kurz auf die Leiter auf die andere Seite, dass ich euch einmal die Solaranlage zeigen kann, die DAB Plus Antenne zeigen kann, das Max-Fan von oben zeigen kann und die LTE-Antenne von oben zeigen kann. So, gehe ich mal vor. So, geh du mal auf die andere Seite, ich gehe mal auf die Seite hier. Ja, hohe Leiter, ne? Großes Fahrzeug, große Leiter. Ne? Also hier haben wir jetzt 1, 2, 3, 4, 5 Platten, a 160 Watt Peak. Das Ganze haben wir komplett in Reihe geschaltet natürlich. Dann haben wir hier das Max-Fan hier neu verbaut. Auf der anderen Seite hier vorne haben wir die Max-View Antenne verbaut, allerdings auch schon 5G fähig, die Antenne. Ist auch ganz wichtig, dass ihr da nicht noch eine nimmt, die 4G ist, sondern die muss auch schon 5G fähig sein. Und hier vorne haben wir noch mal eine neue Edelstahlplatte gesetzt mit einer neuen DAB Plus Antenne. Also da ist DAB Plus drin, da ist UKW drin und da ist GPS drin. Und das alles haben wir nach vorne im Prinzip direkt auf das bereits vorhandene Radio mit aufgelegt. Hinten sieht man noch zwei große Platten. Die beiden Platten waren schon bereits verbaut. Da haben wir eigentlich nur einen neuen Regler gesetzt, der auch über das Victron oder halt mit dem Victron komplett kommuniziert. Ne? Ja, weiter. Das Schöne halt an der ganzen Sache ist, dass das Fahrzeug eben halt komplett netzwerkfähig ist. Das heißt, der Kunde kann von überall her im Prinzip mit seinem Handy oder mit seinem Tablet oder auch mit dem PC halt auf sein Fahrzeug zugreifen und kann gucken, was machen gerade meine Batterien, was macht meine Solaranlage, muss ich noch Strom nachtanken, bevor ich jetzt losfahre und so weiter und so fort. Das sieht er alles. Ne?
Und das ist eigentlich die Zukunft. Da haben wir jetzt immer mehr Leute, die sagen, ich möchte halt dieses große Autark-Paket haben, dass ich auch eine Fernwartung habe. Die Kunden schalten uns dann immer noch mit auf, dass sie sagen, ihr könnt auch gerne auf unsere Anlage mit drauf gucken, ihr könnt die Updates fahren, ihr könnt bitte einmal gucken, was macht mein Auto. Und ich habe es jetzt nicht gezählt, aber wir haben schon sehr, sehr viele Kunden jetzt, die wirklich sich dafür entscheiden, also nicht für mehr eigentlich nur für das netzwerkfähige Fahrzeug, sondern eben halt auch uns damit beauftragen, dass wir die Fahrzeuge auch aus der Ferne auch überwachen können und gegebenenfalls auch steuern können. Ja, so sieht es aus. Das war wieder ein Projekt, welches jetzt vollständig abgeschlossen ist. Wir werden jetzt gleich das Fahrzeug raussetzen, den Kunden davon informieren, dass das Auto da fertig ist und dann kann er im Prinzip das Fahrzeug morgen abholen, will auch, glaube ich, noch wegfahren zwischen Weihnachten und Neujahr und ja, er wird das Fahrzeug eigentlich nicht mehr wiedererkennen. Ne? Jetzt, was da momentan mit Energie und so weiter alles sich verändert hat an dem Fahrzeug, das wird ein ganz, ganz neues Urlaubs- und Reiseerlebnis werden. Ja, in dem Sinne wünsche ich euch schon mal alles Gute, passt auf euch auf. Ein Video, glaube ich, machen wir noch, ne? Ja, machen wir noch. Eins machen wir noch. Oder vielleicht zwei. Wir gucken mal. Vor den Betriebsferien, die bei uns an Heiligabend anfangen, sage ich mal, und gehen bis zum 2. Januar, machen wir auf jeden Fall noch ein, zwei Videos. Und dann ist das ja auch gelaufen. Ja, in dem Sinne, passt auf euch auf. Bleibt gesund. Alles Gute. Euer Carex-Team.